Benedikt XVI., das waren letzten Worte. Der Vatikan hat die letzten Worte des an Silvester verstorbenen, emeritierten Papstes Benedikt XVI. 1927 bis 2022, veröffentlicht. Herr, ich liebe dich, habe er laut Vatikan News gesagt. Josef Ratzinger, wie Benedikt XVI. Mit bürgerlichem Namen hieß, hatte diese Worte am 31. Dezember gegen 3 Uhr morgens gesprochen. Um 9:34 Uhr ist der von 2005 bis 2013 amtierende Papst dann gestorben. Als Papst Benedikt XVI. Seine letzten Worte sprach, soll nur eine Krankenschwester anwesend gewesen sein. Auf Italienisch habe er Signore ti amo gesagt. Er habe mit dünner Stimme, aber deutlich wahrnehmbar gesprochen. Sagte Georg Genswein, 66, Privatsekretär von Benedikt. Die Krankenschwester hatte Genswein informiert. Es waren seine letzten verständlichen Worte, denn danach war er nicht mehr in der Lage, sich auszudrücken, so der Privatsekretär. Josef Ratzinger wurde 2005 als Nachfolger des im Amt verstorbenen Johannes Paul II. 1920 bis 2005, zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt. 2013 trat er als erster Papst seit 1294 aus freien Stücken von seinem Amt zurück und lebte seitdem zurückgezogen in einem Kloster.